Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Ampel will drei Kernkraftwerke jetzt 3 Monate weiterlaufen lassen. Sie haben offensichtlich Angst vor dem ersten Protest der Bürger, sobald der erste Blackout auftritt. Die grünen Transformationsideologen bestehen auf der endgültigen Abschaltung, weil sie Argumenten in keiner Weise mehr zugänglich sind. Die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann hat es mit verblüffender Ehrlichkeit auf den Punkt gebracht. Ich zitiere, man muss sich klarmachen, dass Klimaschutz den totalen Umbau bedeutet. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Dann ist klar, dass es das grüne Wachstum nicht geben wird, sondern was wir hier haben werden, ist grünes Schrumpfen. Wir müssen raus aus dem Kapitalismus. Zitat Ende. Ihnen geht es nicht um den Klimawandel und das Klima, sondern um den totalen Umbau. Weg von einer freiheitlichen sozialen Marktwirtschaft hin zu einer CO2-gesteuerten Misswirtschaft und Schrumpfwirtschaft und Mangelwirtschaft. Alle Verfahren der Energieerzeugung, die eine industrielle Produktion ermöglichen, sind in Deutschland von Ihnen diskreditiert worden. Übrig bleiben nur noch Windkraftanlagen und Solarpaneele, die für die industrielle Produktion nicht taugen. Wenn es Ihnen um CO2 ginge, dann wäre das CO2-Abscheideverfahren nicht verboten. Dann wären die E-Fuels zugelassen. Dann würden Kernkraftwerke dauerhaft weiterlaufen, wie es in der ganzen Welt der Fall ist. Sie wollen mit der Brechstange zurück ins vorindustrielle Zeitalter, ins Mittelalter. Kein motorisierten Individualverkehr, keine Einfamilienhäuser, keine Flugreisen, kein Fleischverzehr, kein Silvesterfeuerwerk, Verbote statt Freiheit. Sehr geehrter Herr Habeck, Sie haben uns bezüglich der Energieversorgung belogen und betrogen. Treten Sie endlich ab! Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Jakob Blankenburg.